Kriege und Tempo 8 und du bist 4. Okay, gut, das ist beides nichts, was ich brauche. Was? Nein, wo ist die Hexe? Oh. Da sind wir das erste Mal gestorben. Man hat ja keine Inventarverluste und so, aber wie gesagt. Oh, da hinten sind Hasen, da hinten sind Hasen. Oh, da hinten sind Hasen. Wie gesagt, Inventarverlust gibt's hier nicht, aber Hexen sind halt ziemlich stark und es nervt natürlich ein bisschen an. Bunny, kann ich den tame? Ich glaube, kann ich den tame mit Orange? Ich wüsste nicht, also ich dächte nicht. Oh, es geht! Verdammt, es geht wirklich! Ja, aber ich kann nur einen. Nur einer geht. Tja. Au, was? Du greifst mich an? Ich wollte doch nur dein Freund Dame. Bam! Oh. Und jetzt habe ich einen Hasi. Oh, cool. So, sehr schön. Und du auch noch, komm, down mit dir. Butter Alpaka down. Alpaka, Alpaka. So, habe ich das andere auch gleich mal ausgeteilt. Boah, das habe ich gleich down gemacht. Und dann nehme ich mal, mache ich schon was für mich. Warte mal, wie ging das? Slash? Nee, wie ging das? Warte, Name? Name? Nee. Namepad? Wie nenne ich denn meinen kleinen Bunny? Du bist... Och komm. Nennen wir's Flöckchen. Ja, Ö nimmt's nicht. Nennen wir's halt Flocke. So, unser Bunny heißt Flocke. Oh, Flocke. So süß. Oh. Auf sie mit Gebrüll! Das war mir so klar. Nee, da haben wir wirklich einen Palace gefunden. Auf dem wir so, in dem wir sogar rein könnten, theoretischerweise. Wenn wir uns vorher noch ein bisschen leveln würden. Also mit Level 1 kommst du nirgendwo weit irgendwie hin. Und da sind, oh verdammt, ein Biter, nein, 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 ein Biter, der Schreiter, den will ich nicht mehr haben, lass mich doch Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe. Ich will den Biter nicht. Ja, okay, gut, sehr schön, dankeschön. Ah. Lass mich in Ruhe. Wieso sind die so schnell? Das gebe ich glaube ich nicht. Ah, die Witches! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube... Ah, okay, der Biter lässt in Ruhe. Der Bunny kommt hinterher und... Wir kümmern uns mal um den Duckbilder. Ja, warte mal, jetzt kann ich ja theoretisch... Warte mal. See? Wasserflaschen! Genau, kräften wir mal kurz ein paar Wasserflaschen. Lalilu, nur der Mann im Mond, ciao zu. Ich hab so ein Problem, ey. So, dann machen wir ja ein bisschen schneller und schneller und schneller, schneller. Ich weiß wirklich einfach. Ach ja. Da hätten sie vielleicht so ein, weiß nicht, automatisches Craften, dass man sich da einstellt und das craftet von alleine. Eine kann ich noch. Dann guck ich mal, was hier hinten gerade war. Hier war auch gerade einer. Dieser. Ach, da hinten ist er. Sei ein Feind, los, sei ein. Jawohl, ein Feind! Bam! Komm her, los, komm! Auf die Fresse! New Bam! Oh nein, der ist ausgewichen! Nein! Mach ihn down! Juhu! Ah, oh, ein Schäferhund! Was ich richtig doof bei dem Spiel finde, also ganz ehrlich, man kann Schäferhunde nicht tamen. Man kann alle Viecher tamen, man kann sonst was, man kann Schleims tamen, aber keine Schäferhunde. Tut mir leid, Schäferhund. Ist zu deinem eigenen Besten, eigentlich zu meinem eigenen Besten, aber das musst du ja nicht wissen. Und da haben wir noch einen Kormling. Hol ich mir auch gleich mal. Haus down, los, kaputt, mach's kaputt. Au. 3 XP gibt der, oh, heftig. Den auch noch gleich. Bam! Mach kaputt, los, komm! Drauf, drauf, drauf!
Los, Flocky! Los, Flocke! Los! Auf, auf! Bumm! Das war Flocke ganz allein, hat er ganz, der ist schon groß geworden. Ja, ja. Flocke ist schon ganz groß, er kann alleine denken. Wo ist eigentlich der Durakor-Palast? Will ich eigentlich hin? Hier geht's nicht lang, okay. Was siehst du, da ist ja eh noch was zu holen. Ah, da hinten sind Roadrunner, da können wir die eventuell platt machen. Wenn wir zwei Punkte für jeden kriegen. Eine Blade Runner sind das. Wenn wir zwei Punkte für jeden kriegen würden, dann würden wir sogar das Level aufsteigen. Komm schon. Ah, der erste ist down, okay. Komm schon. Oh, mein Bunny ist tot. Nein, wieso? Wieso ist mein Bunny tot? Ich glaub's nicht. Das war ein friedlicher Lizard. Gibt's hier noch irgendwo einen einzigsten Runner? Einen. Das ist mein Bunny wieder. Mein Blaine Runner? Gibt's hier noch einen Blaine Runner irgendwo? Nö, ich glaube nicht, gell. So, da war nichts Interessantes drin für uns, aber kaputt machen kann man es trotzdem. Einfach mal alles, was sie kaputt machen. Oh, da hinten ist was. Lass es ein Feind sein, bitte lass es ein Feind sein. Ich muss leveln, komm schon, Feind. Nein, das ist der Freundliche. Obwohl, dann kann ich ja mal Wolf angreifen, ne? Wenn der hier lang macht, dann kann ich ja eventuell... Hilfe! So, Haus down! Oh, verdammt! Oh verdammt, 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 verdammt. Komm schon, mach kaputt! Ja, ich hab kaputt gemacht! Juhu! Juhu! Bam! Komm schon, mach's kaputt! Boah, krieg ich den down? Oh, Moment, wenn ich den... Oh, na, ja, das funktioniert nicht. Ja! Oh, ich habe noch kaputt gekriegt, ich glaub's nicht. Oh, verdammt. Und dann skillen wir gleich mal zwei auf den... Wir könnten jetzt auf auf Superattacken können wir skillen, auf... Darauf, dass wir unser Pets stärker machen. Der Helfer... Ah ja, okay. Dann können wir das Klettern trainieren und können dann irgendwann den Flieger benutzen oder wir können das Schwimmen trainieren und können irgendwann den... das Boot benutzen. Aber ich möchte jetzt erst einmal auf den Smash zwei Punkte setzen. Und dann haben wir jetzt unsere erste Special-Attacke und die funktioniert so, dass wir mit Taste 1 einfach mal einen ganz großen Smash am Anfang landen und draufhauen auf die Gegner. Und das gefällt mir doch sehr. So, dann machen wir jetzt mal, warte mal, wir sind Level 2. Gibt es irgendwo noch ein Feuer, bevor ich da reinrenne? Nee, ich glaube nicht, gell. Wir haben gerade zwei Wölfe geblendet, die waren beide rot, oh mein Gott. Gut, wir hatten ein bisschen Hilfe, sonst hätten wir es nicht geschafft. So. Gibt's ja noch ein Feuer mit einem Bett? Das wäre ganz praktisch, weil mit 44 Hitpoints würde ich da ungern reinrennen. Ich könnte mich zwar jetzt heilen mit den Tränken und so, aber muss ja nicht unbedingt sein. Man kann ja ruhig ein bisschen sparsam umgehen mit seinem Zeug. Aber hier, wie es aussieht. Ach doch, da, guck mal. Oh, da haben wir alles. Ein Bett und ein Feuer. Sehr schön. Das geht für mich nicht immer gleichzeitig. Die sind random, manchmal gibt es auch nur ein Feuer. So, und dann werde ich mal sagen, R für Life Potions. Ach, die kommt mal die ganze Zeit schon craften, ich bin so ein Trottel. So, dann machen wir mal Life Potions hier. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, ne? Ich lasse es einfach mal über mich ergehen. Ich bin tot und crafte einfach mal weiter, das geht schon, das habe ich früher auch alles schon gemacht. Ich bin da professionell unterwegs, möchte ich sagen. Das kann ich einfach. So, dann haben wir... Gemein nicht craften. Pumpkin Ginseng Soup können wir noch 12 machen. Na komm, wenn wir einmal tot sind, machen wir das gleich alles. Da verschwendet man keine Lebenszeit. Die Toten haben noch genug Zeit. Mein Hase ist da munter flockig. Die Hexen bewegen sich auch nicht mehr wirklich. Die freuen sich über den Hasen wahrscheinlich. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt kann ich doch sicher gleich ausrüsten, oder? Das kann man nicht ausrüsten, das ist zu schwach. Das ist zu schwach.
So, na dann, wir leben wieder. Und wo ist die Festung? Die ist da hinten, Alter. Wieso werde ich so weggespawnt? Das verstehe ich nicht. Und wir haben fast 300 Hitpoints jetzt und... haben wir schon 17 XP? Wo haben wir die ganze XP her? Weil wir den einen Wolf gekillt haben, oder was? Das wäre krass. Na dann, los geht's! Sobald ich weiß, wo ich hier reinkomme. Von welcher Seite war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich glaube von hier kamen wir. Das heißt, wir müssen von hier, glaube ich, rein. Lands of Gaga. Die Lande von Gaga. Nee, das war definitiv falsch, wo ich rein wollte. Also, wir müssen nochmal ganz runde rumlaufen. Yay, ich bin so begeistert. Von mir selbst. Duragor Belles. Da hab ich drauf, du sagst ja. Das solltet ihr eigentlich. Nee. Ja. Eingang. Hallo. Eingang. Den Eingang finde ich im Alleingang. Da, 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 da. Oh, die sind recht groß, diese Minen und so. Man sieht es bloß nicht, weil es unterirdisch alles stattfindet. Okay. Da reinrennen ist Selbstmord. Hilfe! Jetzt verstecke ich mich hier. Bam! Und da hau ich drauf. So, da haben wir den ersten Blatt gemacht. Den zweiten schaffen wir auch noch. Komm schon, den kriegen wir noch. Müssen wir bis am Anfang gezielt vorgehen. Und da haben wir schon wieder 2 XP und 25 Kopper verdient. Und nun holen wir uns den nächsten. Der hat sogar einen Hund dabei, krass. Bam! Und dann hauen wir drauf. Komm schon. Den Human zuerst. Der Hund ist nicht so wichtig. Ja, yeah, und der Hund. Komm, der Hund. Au, au. Jawohl, dann haben wir den Hund kaputt gemacht. Den Schlag hebe ich ihm mal auf. Bam! Da habe ich den ersten Blatt gemacht. Oh, okay, gut, das war's aber. Das Positive ist, ich bin schon wieder hier. Das Positive ist, wenn man hier jemanden Blatt macht in so einer Festung, der wird erst neu gespawnt, wenn man sich mit dem Boss anlegt. Solange man den Boss in Ruhe lässt, werden die, die man tot gemacht hat, auch nicht wieder neu gespawnt. Das heißt, die hat man auch geschafft. Sonst wäre das an manchen Stellen, glaube ich, sehr schwer, an die Dungeons vorzudringen. Jetzt kann ich ja, glaube ich, auch einfach reinbrechen. Die letzten paar sollte ich auch so schaffen. Ach, so viele sind das noch? Oh, verdammt. Nein! Okay, gut. Reinbrechen einfach so, keine gute Idee. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen noch ein paar rausholen. Ich bin ja zu übermütig wieder. Ich merke das schon. Ja, ich merke das schon. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir die Herren da rausholen können aus der Mine. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Vor allem aus der Mine. Na komm her. Lass mein Bunny in Ruhe. So, komm mal her. Bam! Was, sind die doch alle mitgekommen oder was? Ich glaub's nicht. Oh, aber einen haben wir gekriegt. Wie sind jetzt alle mitgekommen? Ich hab doch nur einen gepult. Oder zwei maximal, aber doch nicht alle. Zum dritten Mal hin. Ja, leider ist das ein bisschen schwer. Wenn jetzt hier noch ein zweiter wäre, wäre natürlich ganz praktisch, aber. Der Wolke ist im Moment in Osnabrück. Falls ihr nicht wissen, wir wohnen normalerweise in Jena, das ist also ein ganzes Stück. Und der Vendetta ist im Moment wieder in der Schulzeit und darf an der Woche natürlich nicht an den PC. Was an sich ja ganz okay ist. Strenge Erziehung ist gute Erziehung, meine lieben Kinder. Bam! Und da habe ich drauf gehauen. Komm schon! Mach down! Jawohl, das ist down! Aua, es tut doch weh!